Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, nee, guten Mittag wünsche ich dir. Ja, wir sind hier im chaotischen Alltag und ich dachte, ich nehme dich jetzt gerade wieder mit. Ich habe gerade mit Anastasia zusammen ein Reel zusammen gemacht. Und zwar haben wir eine Kürbissuppe gemacht. Ja, zeig mal hier, wie es hier so aussieht, obwohl ich habe es schon wieder aufgeräumt. Ich glaube, das Reel ist auch schon fertig. Das heißt, das kannst du auch schon sehen auf Instagram. Schau da unbedingt vorbei. Es ist so lecker geworden. Ich habe das Rezept gesehen und wollte das unbedingt nachmachen, weil normalerweise mache ich Kürbissuppe ganz anders. Und dieses Mal haben wir das zusammen so gemacht, dass wir... Und ich habe hier Apfel gemacht. Den Apfel hast du geschnitten, genau. Und was hat Johann vor? Ich gehe übernachten. Johann zieht aus, meinte ja. Justus gerade. Er hat gerade schon sein ganzes Zeug eingepackt. Und Elisa ganz besorgt. Was, jetzt sieht er aus? Ich will auch nicht, dass Johann auszieht. Loki ist gerade in meiner Kommode. Ach, Loki so, hat sich da wieder in dein... Ach ja, das macht er ganz gerne. Loki legt sich super gerne in so einen Kleiderschrank rein. In so eine Schublade rein, weißt du? Ja, mag er nicht, wenn man ihn da wegschubst. Was soll das auch? Ja, diesmal habe ich alles nicht einfach so gekocht, sondern ich habe alles erstmal im Ofen gebacken. Also das ganze Gemüse, also Hokkaido, dann alles, was da noch reinkommt. Also Möhren hatte ich da noch drin, Zwiebeln, Knoblauch, da ist er ganz beleidigt, der Loki. Und dann habe ich alles geschreddert. Tschüss, Sohn. Gehst du jetzt schon? Das ist noch viel zu früh. Kannst du den Roller da noch reinpacken? Ich dachte erst um 17 Uhr. Nein, also entweder jetzt oder erst später, weil die anderen Freunde sind dann auch schon da. Hast du noch was mit dabei? Musst du noch irgendwas mitnehmen? Nö. Dein Helm? Ja, aber das fange ich jetzt an. Ah, okay. Den dürfen wir nicht vergessen. Ja, also Justus fand's lecker, ne? Oder Justus? Ja, sehr lecker. Weil manchmal ist es ja, ne? Instagram sieht dann lecker aus, ist aber nicht so lecker. Und es sah aber wirklich sehr lecker aus und war auch sehr lecker. Ist ja noch was übrig. Ah ja, stimmt, da ist es ja. Aber nur noch sehr wenig, wie man sieht. Ist nicht mehr sehr da viel ist noch ein bisschen was drin. Dann habe ich noch natürlich, was nicht fehlen darf, ist Kürbiskernöl. Das peppt das so auf. Das ist nicht nur hübsch, ne? Das ist auf der Suppe. Sondern das. Nee, das ist süß und nussig, ja, und das schmeckt total toll. Mach nochmal Geschmack auf. Ja. Oh, Mochi war hier die ganze Zeit und wollte am liebsten auch ein Stück Kürbis abhaben. Papi, ich will Wasser. Das macht ja Bauchschmerzen. Mochito-Man. Das ist Mochito-Man, ja. Das komm, Anastasia, hier gibt's trinken. Ich weiß jetzt mit Johann, ich frühstück die gleich so, gell? Oh. Festhalten. Ja. Willst du dein Brötchen noch? Mhm. Ja. Okay, gut. Bis gleich, Papi, fahr vorsichtig. Ja, bis gleich. Fahr vorsichtig. Ich würde ja am allerliebsten jetzt sofort anfangen, mein Reel zu schneiden. Ich bin ja so eine, ich liebe es ja, so Videos zu machen. Und dann will ich auch unbedingt das fertig machen und es auch schon schneiden und es in komplett sehen. Weil es ist ein großer, großer Unterschied, ein Video zu drehen und es dann eben noch zu schneiden. Weil da kann man noch ganz, ganz viel draus machen. Aber ich möchte jetzt doch irgendwie auch nicht das Reel schneiden, weil ich gerne die Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte. Das mache ich dann heute Abend auf dem Sofa, wenn alle im Bettchen sind. So wie immer. Also geschnitten wird bei mir immer erst abends. Wie viele Seiten haben wir noch? Nicht mehr viele. Viele? Nicht mehr viele. Ich muss ja sagen, ich bin ja ganz beeindruckt von diesem Mädchen hier. Schreibschriftheft, das ist das. Haben so ein paar nachgefragt, weil es wohl gar nicht mehr so viele gibt, die das machen. Also es ist wohl von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ob man überhaupt noch Schreibschrift lernt. Schreib mir mal bitte, wie es bei dir ist. Also Elisa lernt es mit diesem Heft. Ich glaube, Johann und Clara damals auch. So sieht das aus. Wenn man Schreibschrift schreibt und guck mal, wie toll meine Elisa das gemacht hat. Das ist so picobello und ich mag es ja immer, wenn es so picobello ist. Es hast du auch schon. Jetzt machen wir Wörter. Ui. Sind das nicht mehr nur Buchstaben, sondern jetzt sind das richtige Wörter. Aber das schaffst du. Hier, nimm den Stift. Das ist immer noch der beste Stift. Das können wir auch noch mal zeigen. Für alle Schulanfänger. Also wir haben ja jetzt wirklich verschiedenste Stifte. Dicke, dünne. Welche zum Rausdrücken. Also mit Bleistift schreiben ja die Kinder noch in der ersten, zweiten Klasse. Dritten, vierten glaube ich sogar auch noch. Weiß ich nicht mehr so genau. Aber irgendwann kommt Füller auch noch dazu. Und wir haben wirklich echt viele verschiedene. Aber... Bald kommt Füller, Mami. Bald. Bald kommt Füller? Ja. Wann? Dritte Klasse? Vierte. Okay, naja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Der Beste ist einfach und bleibt der. Stimmt's, Elisa? Ja. Sag warum, ich habe natürlich den Namen drauf. Weil
hier kann man so die Daumen und Finger reintun. Und dann macht man nicht immer eine andere, sondern macht nur so. Und dann bleibt das auch so. Weil bei diesen hat man zwar auch so coolen, aber dann verrutscht mal hier der Finger. Und da geht dann, wie schreibst du manchmal, so? Nee, ich schreibe manchmal. Was machst du dann so? Ich schreibe manchmal so. Mit dem Mittelfinger da oben? Ja. Ja. Also die Kinder lassen sich was einfallen und deswegen, wenn man wirklich eine gute Stifthaltung haben möchte, dann ist der einfach am besten. Den verlinke ich dir gerne nochmal unten. Den gibt es auch in dicker, dünner und in anderen Farben auch, aber wir haben den, glaube ich, sogar noch von Clara ist der noch, ne? Von Johann. Sogar noch von Johann, siehst du? Aber es funktioniert. Man muss da nur die Minen nachkaufen. Okay, was schreiben wir, Elisa? So. Ach, der Radiergummi ist übrigens super. Den hat mir in diesem einen Back-to-School-Hall gezeigt. Und das hat sich gelohnt. Der ist richtig gut. So. Ach so, so schreiben wir. Ich kann sogar schon in Schreibschrift lesen. Stimmt, das ist ja auch was, das man erst noch lernen muss, ne? Ja. So. Und zwar in Schreibschrift. Super. Gut gemacht. Bisschen groß, ne? Ja. Man muss ja mal aufpassen, dass man nicht über die Linien kommt. Sonst hat man einen Fehler. Muss das normal machen. Weil meine Lehrerin guckt immer durch, was ich alles mache. Und dann kriegt man manchmal ein super gemacht, prima, mit Sternchen. Und wenn man was falsch gemacht hat, dann kriegt man einen Punkt. Genau. Und wenn man durchgearbeitet hat, kriegt man einen von den Punkt. So einen roten Punkt, ne? Dass man weiß, ach, den muss ich nochmal neu machen. So macht sie das. Justus, guck mal bitte, das ist eine Wespe. Nicht, dass er sich die holt. Er darf die nicht oder gestochen essen. Jetzt. Oh, Mochi. Am besten nicht essen. Ich habe nicht verstanden, warum er schnüffelt. Ich dachte, er schnüffelt einfach an der Pflanze. Hat er sie jetzt schon gegessen oder ist sie da noch? Nee, musst du sie noch weg? Warum muss sie immer alles essen? Oh, Mochi. Wo hat sie dich gestochen? In die Nase? Ach, da ist sie. Ja. Oh, jetzt. Oh, ja, ja. Oh, mein Schatz. Oh, jetzt tut's weh. Weißt du, wo? Im Mund? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machen wir jetzt? Ja, ja. Ich hab's nicht gesehen. Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Können wir den Stachel ziehen? Nee, ne? Nein, nein, nein. Nicht, dass es im Rachen ist. Alles gut. Ja. Da ist noch nichts passiert, ist auch mit den Hornissen, ne? Ja, Hornissen haben wir hier auch. Ja, und er hat schon so viele angesabbert und ich habe ihn nicht gestochen. Das war beängstigend. Ja, du hast richtig geweint. Das haben wir auch noch nie gehabt. Ja. Armer Mochi. Schule. Schule ist wichtig, findest du, Elisa? Schön. Gut gemacht. Wo ich sagen muss, ich hatte damals das große S anders gelernt. Es sah auch immer so aus, fast wie so ein L. Ne, wer kennt das noch? Schreibschrift, dass das S so aussah. Ne? Aber jetzt wird das auch so geschrieben. Kannst ja eigentlich du vorzeichnen, wenn du willst. Ja? Sag ich mal? Und du musst das dann wieder wegradieren. Ja, ist gut. Okay, gut. Oder sah das so aus? Ich glaube, das sah so aus. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Na okay, lass sieht wir das. Ein bisschen das ist aus schon lange her. Halt dein Stift schön locker flockig und mach die Bewegung so schnell, wie du kannst. Weil je schneller man schreibt, desto einfacher. Am Anfang verkrampft man sehr schnell. Gerade wenn man so ein A schreiben muss, wo es so weit hoch geht und weit runter geht, versuchen sich die Kinder mal extrem zu konzentrieren. Aber wenn man schneller schreibt, so hoch und runter, dann geht das viel einfacher. Aber wenn man sich verkrampft, dann drückt man auch ganz doll auf. Genau. Man drückt dann ganz doll aufs Papier oder man hält den Stift ganz doll fest. Das soll man alles nicht. Man soll locker flockig sein. Also dieses Picobello-Schreiben wirklich in den Linien bleiben und wirklich schön zu schreiben, das haben wir als Eltern, also Justus und ich, am Anfang total vernachlässigt. Nicht ganz so wichtig und ernst genommen, weil es auch so von den Lehrern so ein bisschen rüberkam nach dem Motto, ja, wir können das erstmal lernen, ne, die Buchstaben, wir müssen uns ja so langsam reinsteigern. Und dann plötzlich, so
Elisa schon jetzt ab der zweiten Klasse, aber bei Johann Clara waren das ab der dritten Klasse. Plötzlich müssen sie dann alles picobello können und plötzlich werden dann Diktate geschrieben und da muss alles richtig sein und so. Und deswegen kann ich nur den Tipp geben an alle Eltern, die zum ersten Mal ein Kind auf der Schule haben, achte schon von Anfang an drauf, dass es wirklich gut geschrieben ist, dass es nicht dahin gerotzt ist oder hingekriegelt ist. Das wird den Kindern sehr, sehr helfen und dann haben sie es später sehr viel einfacher. Denn wenn man dann erstmal so eingeschlichene Fehler korrigieren muss, das wird dann richtig schwierig. Und ja, Justus und ich, weißt du, wir haben halt auch so unsere Erfahrungen gemacht jetzt und beim dritten Kind haben wir gesagt, na, mach mal alles richtig so. Deswegen passen wir von Anfang an jetzt drauf auf, dass Lisa das toll macht. Sie ist sehr bemüht. Wir können ja mal einen Vergleich zeigen, Lisa. Komm, ich zeig mal deine erste Seite. Sie ist schon eine Kleinstreberin, ne? Sehr bemüht und so. Aber ich zeig dir jetzt trotzdem mal den Unterschied zwischen Seite 1 und Seite jetzt von eben. Okay, Elisa, ist das okay für dich? Okay, aber das müssen wir auch bald verbessern. Das wolltest du nochmal verbessern? Ja, hast du doch gesagt. Du hast gesagt, du möchtest das verbessern. Also sie hat doch trotzdem einen gut gemacht hingemacht. Aber man sieht, glaube ich, trotzdem den Unterschied. Also das ist das I, dass sie ganz oft drüber war oder drunter war. Ne? Und dass es eben nicht so ganz picobello ist. Das sieht dann schon ganz anders aus. Das sieht fast aus wie gedruckt alles hintereinander. Das sieht gar nicht so aus, als hätte das wirklich jemand geschrieben, sondern jetzt wäre das so automatisch. Das habe ich alles allein gemacht. Das A habe ich allein gemacht in der Schule. Nicht mit Mami. Nee, da hat Mami gar nichts mit zu tun. Das ist alles Elisas Verdienst. Und diese Verbesserung war innerhalb von einem halben Tag, sage ich jetzt mal, wo wirklich ich dann eben auch bei ihr saß und dann geguckt habe, nee, guck mal, das musst du dann doch nochmal und mach das eben flüssiger, ne? Nicht so verkrampft und immer darauf achten, dass die Kinder wirklich auch atmen, ne? Elisa, weil das ist manchmal auch noch so, dass sie dann, während sie schreibt, nicht atmet. Aber atmen ist wichtig. Und weiter atmen, während man schreibt, ja. Ja, Schreiben lernen ist so aufregend. Und ich freue mich, dass ich sie da begleiten kann und zum dritten Mal, ja, ne, beim dritten Kind macht man doch vieles nochmal richtig. Und Elisa ist auch so eine fleißige Schülerin, ihr macht das auch total viel Spaß und sie will immer weitermachen und weiter und noch das und nochmal Hausaufgaben und noch mehr. Also sie kriegen mal Hausaufgaben und dann kriegen sie nochmal Zusatzaufgaben, die die machen können, die schnell sind. Und Elisa ist so eine, ja, macht sie total gerne, ich will das auch machen. Oder ich habe das schon gemacht, kommt sie nach Hause, hat sie schon gemacht. Manchmal haben wir auch Hausaufgaben aufgeschrieben und dann mache ich sie einfach schon im Unterricht und dann kommen sie abholen. Und dann sagt Mami immer, wollen wir jetzt die Hausaufgaben zusammen machen? Dann sage ich, nee, habe ich schon gemacht. Ja. Und da habe ich mich so drauf gefreut, Elisa, dass du nach Hause kommst und wir zusammen Hausaufgaben machen können. Und sie sind schon gemacht. Aber Mami kontrolliert dann immer nochmal, ne? So, und das haben wir zu Ende gemacht. Da müssen wir nichts mehr machen. Doch, warte, Mami. Ach, da hast du schon weitergemacht. 100er Tafel. Dann weiß ich da auch Bescheid, weil es kommt ja auch bald schon Kopfrechentests. Die kommen dann auch bald in Mathe. Also was? Deutsch und Mathe geht es jetzt richtig los. Kopfrechentest bedeutet, dass du da sitzt mit einem Blatt Papier, das ist leer. Dann hast du deinen Stift und dann sagt die Lehrerin, 5 plus 7. Und dann musst du das Ergebnis hinschreiben. Musst du im Kopf rechnen. Das ist 12. Ja, genau. Und dann musst du 12 hinschreiben. So, und dann macht sie wahrscheinlich so 10 Aufgaben, sagt sie immer. Und dann musst du immer das Ergebnis aufschreiben. Aber das üben wir auch nochmal, wenn das soweit ist. Was hat sie gesagt nach den Herbstferien, Justus? Ja. Ja, nach den Herbstferien geht's los. Und Diktate eben auch, ne? Ei, geht richtig los, Elisa. Das E kann man auch ganz locker flockig schreiben, ne, Elisa? Das ist ganz einfach eigentlich. Schreibt man fast wie ein L, aber man muss es oben machen. Also kleiner, ne? Ja. Macht man nur so eine Schleife. Also man muss nicht ganz doll drücken und konzentriert sein, sondern man macht einfach eine Schleife. Anastasia schläft gerade. Sie macht ihr Mittagsschläfchen auch schon ganz schön lange. Mal gucken, ob sie gleich hier aufwacht. Aber uns ist es ja immer sehr wichtig, unsere Kinder zu fördern und ihnen zu helfen, Schule, aber auch Hobbys, sich weiterzuentwickeln. Und da ist Elisa auch gerade, sie ist gerade wie so ein Feuerwerk oder wie so eine... Feuer. Feuer? Nee, wie so eine Blume, die gerade so total aufgeht. Ja.
Sie hat ja Klavierspielen für sich entdeckt, das habe ich dir ja schon ein paar Mal gezeigt in den Vlogs, aber sie übt immer noch so fleißig, jeden Tag, mehrmals sitzt sie am Klavier und kann das jetzt auch alles immer schneller spielen und es hört sich toll an. Also es ist nicht mehr nur dieses Geklimper üben, sage ich jetzt mal, was man so von kleinen Kindern immer so mitkriegt, sondern es sind schon richtig tolle Lieder, ne? Es gibt's auch, da kann man auch mitsingen. Aber bei einem Lied, das Papi mir gezeigt hat, kann man nicht singen. Anastasia entwickelt sich auch extrem. Es ist sprachlich natürlich schon immer wirklich super, super weit. Und jetzt auch körperlich, also sie geht ja jetzt auch zum Babyturnen, nenne ich das immer. Also es ist so ein Eltern-Kind-Turnen, da gehe ich immer mit ihr hin jede Woche und da freut sie sich so sehr drauf. Und sie ist auch so ein Kind, sie springt halt auch, ne? Also von so Erhöhungen, da springt sie runter, braucht jetzt nicht Mamas Hand oder sowas dazu. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Bin ich auch sehr stolz auf sie und sie macht auch schon Purzelbaum, das sieht so niedlich aus, wenn sie das macht. Und sie lernt schon Farben. Farben lernt sie, genau. Ach so, das habe ich ja noch gar nicht. Du bist ja jetzt schon super, weil mit deinen Inline-Skates, das müssen wir auch noch mal zeigen, Elisa. Ich meine, wie lange ist das her, als wir die gekauft haben? Vor 2 Tagen? Und jetzt fährt sie schon wie so ein Superprofi. Hier möchte jemand losdüsen. Eine kleine Pause von dieser Schreiberei. Bisschen frische Luft, das tut immer gut. Guck mal, Elisa zieht sich immer ihre Schoner erstmal an. Das finde ich ganz toll. Aber die Händeschoner muss ich noch danach anziehen. Genau, die kommen zum Schluss. Puh, so, jetzt, ui, geht schon los. Guck mal. Huch, soll ich mal die Kreide hier wegräumen? Das ist ja auch hier ganz im Weg. Soll die Kinder hier immer malen. Komm, gar nicht in sein Skate. Wer kommt denn da angedüst? Guck mal, was für eine krasse Entwicklung das ist innerhalb von 2 Tagen. Das ist so krass, dieses Mädchen ist so krass. Sie hat so ein Körpergefühl. Ich habe so ein paar Aufnahmen gemacht. Ich glaube, daraus schneide ich mal ein kleines Video. So die Entwicklung einfach. Von dem ersten Tag, wo sie nur ganz wackelig auf dem Bein ist. Und dann jetzt einfach, wo sie Strecken zurücklegt. Letztens haben wir auch so einen riesig langen Ausflug gemacht. Haben einen ganz langen Spaziergang gemacht. Und Elisa ist die ganze Strecke mit ihren Inlinern gefahren. Hin und zurück. Und hat sich nicht beschwert, dass es zu lang war. Oder dass sie nicht mehr kann oder so. Sondern sie hat sich riesig gefreut, dass sie einfach mit ihren Inlinern unterwegs ist. Und wir alle anderen nur so zu Fuß. Und Elisa dreht ihre Runden und Runden und Runden und Runden. Guck mal, wer wach ist. Anastasia ist da. Süße. Ich dachte, ich mache dir einen kleinen Haul. Ich muss dich heute noch anmelden für die Hundeschule. Auch für den Hund. Der muss auch fleißig sein für die Schule. Hundeförderung, nennt man das so? Das ist Frühförderung. So, ich weiß gar nicht, was in welchem Paket drin ist, deswegen machen wir jetzt kreuz und quer auf. Beim Tisch natürlich. Was ist das denn? Das habe ich nicht bestellt, Justus. Das ist ja gruselig. Ja, das habe ich nicht bestellt. Ja, aber ich habe es bestellt. Was denn? Das eiskalte Händchen. Das gehört in meine Sammlung. Okay, gut, dann tue ich das jetzt mal an. Das war jetzt nicht mein Paket. Also mich hat das gerade erschrocken. Dann mache ich so ein Paket auf und dann... Das war ein bisschen... Das ist für wen, das wäre ein bisschen. Ja. Elisa, komm mal jetzt runter. Genug Klavier gespielt. Tisch gedeckt, Anastasia? Ja. Oh, machst du Eier noch bitte, Papi? Oh, ja, ja, ja. Eine Eierspeise. Ich finde ja... Eierspeise. Willst du Rührei oder willst du Eier? Also egal was, bei Brotzeit ist eine Eierspeise unglaublich aufwertend. Kannst du nichts sehen? Kannst du was sehen? Anastasia ist auch neugierig. Was ist denn da drin? Oh, da sind meine Bücher. Das sind meine Stäbchen schon mal. Sehr gut. Wir haben doch schon ganz viele Stäbchen. Nein, das sind solche Duftstäbchen. Da braucht man eigentlich nur noch ein Glas, Justus. Hast du schon bestellt. Ne? Und dann mache ich die Stäbchen rein, kann ich aussuchen, ob schwarz oder weiß. Kennst du das, diese Duftöle? I love it, ich liebe es. Willst du da hochgucken? Du meinst mein Parfüm machen, oder was? Vielleicht möchte ich ein Parfüm machen, ja. Guck mal. Duft.
Medizin für Kinder. Ätherische Öle und ihre therapeutische Anwendung für Babys, Kinder und Jugendliche. Mit extra Teil Schwangerschaft und Geburt. Willst du das lesen? Ja. Halsentzündung zum Beispiel. Guck mal, was wir hier alles Blumen finden. Mhm. Emotionen. Oh, können wir gleich mal ausprobieren. Okay. Beruhigen. Beruhigende, ja. Stimmungsschwankungen helfen. Okay, das was ist für dich? Das müssen wir direkt mal machen. Wieso für mich? Das ist für Kinder extra. Okay, ja, das ist für Kinder natürlich. Ich will das hier lesen. Aber das ist wirklich, also das bringt ja wirklich was. Und ich liebe das ja schon seit Jahren. Nur weißt du es nicht, weil du kannst es ja nicht riechen. Aber hier läuft eigentlich quasi immer so ein, wie heißt das? Die Fußsohle. Ja, das ist auch, das habe ich auch nach. Ich bin ein bisschen freakig. Duftmedizin für Tiere. Ich wusste es, Justus. Was denn? Irgendwann kennt man sich auch aus einfach. Ja, Lavendel, na klar. Nein! Was? Manche kennen sich auch nicht aus, ne? Was? Wie? Ja, Ilang. Ah, ja, ja, klar. Okay. Orange. Übrigens auch eines meiner Lieblingsdüfte, Orange. Und eigentlich könnte ich ja da was leaken, ne? Aber das mache ich noch nicht. Okay. Es gibt nämlich da etwas, was du am Sonntag, jetzt am Sonntag mitbekommen wirst, aber das werde ich dir auf Instagram erzählen. Deswegen folge mir unbedingt auf Instagram, da gibt es etwas ganz, ganz Tolles, woran ich auch schon sehr, sehr lange arbeite. Schau also unbedingt auf Instagram vorbei am Sonntag und vielleicht hat das auch was damit zu tun sogar. Ich bin schon sehr aufgeregt, deswegen freue mich schon sehr, sehr lange darauf. Also schau unbedingt vorbei. So, währenddessen werde ich hier meine Bücher schon mal zur Seite legen, denn der Hall geht jetzt weiter. Ein neues Stativ. Es ist ja nicht so, als hätte ich schon ein paar. Das ist so eins, weil ich drehe jetzt so gerne solche Kochreels. Und damit kann ich jetzt so richtig so, so quasi so von oben filmen. Und Watschi-Dumme. Das Watschi? Ja! Ja! Gucken wir mal direkt, ob das funktioniert, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt unbedingt interessiert, mit so einem Stativ. Aber guck mal. So klein. Und dann habe ich hier die Kamera drin und dann filmt es direkt so von oben. Kann ich viel besser für so Essen, weißt du, da kann ich mein Essen zeigen und so. Ach so. Cool, ne? Das kannst du dich hier irgendwo hinstellen. Und das kann man sogar noch verlängern, weil das war mir wichtig. Manche haben das auch, aber dann ist dieser Stab so kurz, weißt du? Und hier kann ich so richtig. Ja, ja. Wow, darauf freue ich mich schon. Ein Riesenhund. Sie zeigt Mochi jetzt, welche Öle für ihn therapeutisch gut wirken. Oh, nein, Mochi, nicht essen. Mami braucht das noch. Oh. Eine Katze. Ja, für Katzen ist es auch. Hunde und Katzen. Die Kuschel. Mochi mag auch Katzen, aber die Katzen mögen ihn. Katzen. Ja, Katzen. Ja, Katzen, ja. Am Teppich. Mochi geht's wieder gut, ne? Geht's für jede Hunde? War eben, glaube ich, auch ein bisschen der Schock. Mochi also, hat sich... War nicht so doll, guck mal, er sabbert das sonst an. Und dann, ja, war ganz schön gejault. Das ist Mochi, Dumme. Da ist ein Mochi. Ja, ich weiß. Wir machen jetzt Abendbrot. Die Kinder haben fleißig den Tisch schon gedeckt. Papi hat natürlich Eierspeisen noch nicht gemacht. Gut, dann machen wir das jetzt auch noch. Aber für heute verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.